Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Fernbus Simulator. Wir stehen ja, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar hier in Usedom. Und jetzt geht es einmal wieder zurück. Und ja, dafür stehen wir hier mit einem anderen Bus. Ich habe den mal ausgetauscht. Und zwar stehen wir hier mit dem Setra. Oder halt, jetzt nicht Setra, aber mit der Komfortklasse, also mit dem S516 HD. Allerdings der Zweiachser, den gibt es auch mit drei Achsen. Das wäre die Standardausführung, und das hier ist jetzt der Zweiachser. Hat auch ein bisschen wirtschaftlichere Gründe, weil es ist ein bisschen günstiger im Unterhalt und sowas, ein Achs weniger da und so weiter und so fort. Deswegen gibt es da zwei Varianten, ne? So, einloggen können wir uns eigentlich schon mal. Und wir werden fahren, das kann ich mal ganz kurz auf der Karte zeigen, über Ahlbeck nach Stralsund. Das heißt, wir bleiben hier mal tatsächlich oben im Norden und erforschen mal ein bisschen die Inseln. Allerdings werde ich nicht hier wieder zurückfahren, also da und dann wieder nach da, sondern ich werde mal den Bereich abfahren, den man halt sonst nicht sehen würde. Und zwar hier an der Küste lang nach Stralsund hoch, ne? Weil, weiß ich nicht, sonst ist das ein bisschen witzlos, ne? So, mal gucken, dass da keiner kommt. Wartet ihr? Nee, natürlich nicht. So, jetzt aber rüber hier ganz schnell. Den Bus schon mal startklar machen. Oh, und dann können wir, glaube ich, auch langsam starten. So, können wir schon. Ah, nee, lieber Elektrik, ne? So. Schon mal Schilder, damit die Fahrgäste wissen, wo es lang geht. Was haben wir noch Schönes? Licht halt anschalten. So, was gibt es da noch Schönes? Also, WC, WLAN, Fahrermonitor. Ja, Stromsteckdose, wenn ihr wollt. Dann Fahrlicht brauchen wir nicht. Gedimmtes Licht. Freigabe, wenn ihr wollt. Ja, jetzt haben wir doch eigentlich alles, oder? Da, das sieht gut aus. So, können wir so lassen. Fenster mache ich ja nachher ein bisschen auf. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal ganz kurz den Fahrgastwechsel. Den allerersten. So. Stralsund. Nach Ahlbeck fahren wir auch. Hallo, Stralsund. könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ja, da fahren wir hin. Ist gar kein. Ach, guck mal, das bin ich. Ihr fahrt nach Stralsund. Kontrollieren. Da müsste doch Platz sein. Locker ist da doch Platz. Aber Dankeschön. hallo. Bitte schön. So, Mahlzeit. Sie da. Hier ist mein Ticket. Einmal Dankeschön. Ahlbeck. Bin ich hier richtig? Ja, das sind Sie tatsächlich. So, du da. Fahren Sie in meine Richtung? Ja, aber Sie könnten sich Ciao. nächstes Mal ein bisschen was Gescheiteres anziehen. So, irgendwie für die Reise. Hallo, bitte sehr. Danke. Bitte schön. Ciao, das Ticket. Bitte schön. Da, das Ticket haben wir. Wunderbar. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Genau dahin fahre ich. So, Sie da. Hi, das Ticket. Bitte schön. Da fahren wir Ciao. auch hin, bitteschön. Servus. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, das möchte Auf ich, bitteschön. geht's. So, haben wir tatsächlich gar keinen gehabt, der hier irgendwie falsches Ticket gehabt hat. Interessant. So. Nummer 1, Nummer 2. Genau, im Prinzip ist jetzt hier, wenn wir nochmal ganz kurz durchlaufen wollen, ist es halt ein bisschen die kürzere Variante des S519, wo wir letztes Mal drin gesessen sind. Deswegen glaube ich. Ach, ich will immer mit M den Motor anmachen. Deswegen ist das, glaube ich, nicht mehr notwendig, dass wir das mal durchschauen. So, dann ein bisschen auf, damit wir auch was von der Außenwelt mitbekommen. Und ansonsten. Ach so, warte mal, da ist es immer wichtig. Fahrt starten drücken. So. Sonst würde ich sagen, geht's jetzt los. Ja, danke schön. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. So, das war's dann auch schon, ne? Mehr Ansagen gibt's nicht. Hauptsache den Bonus einkassiert, und mehr brauchen wir auch eigentlich nicht. So, dann einmal hier rum. Dann können wir gucken, dass wir heute ein bisschen, genau, durch die Gegend tuckern, so ein bisschen gemütlich durchs Gelände. Ja, da ist ein bisschen mehr los. Es könnte eng werden. Gibt es Alternativrouten, oder ist das jetzt der einzige Weg? Ich vermute mal Letzteres, dass das der einzige Weg ist, aber das kriegen die schon irgendwie hin. Ich glaube da an die, ne? Es ist. Ich glaube da mal dran. Ach ja, aber was willst du machen? So ein bisschen. Außer vielleicht ein bisschen beschleunigen, dass wir mal aufschließen können. Ich glaube, das wäre eine durchaus sinnvolle Option, meine Damen und Herren, ne? Bis sie da vorne alle weg sind. Also da kannst du ja auch erstmal schön Kaffee kochen, ne? Ich meine, ist er früh oder nicht mehr ganz? Aber trotzdem Frühschicht, ne? Ist er 9:30? Ja, Mittelschicht. Irgend sowas dazwischendrin. Auf jeden Fall dauert das noch eine Weile da. Was haben wir da noch alles? Ach, da vorne ist da noch eine Ampel. Ja, gut, okay. Dann kommt das natürlich zu derartigen
Verkehrsproblem. Ach ja. Was wäre das hier ohne Stau? Was wäre das Leben ohne Stau? Trotzdem noch ein Leben, aber kein schönes Leben. So. Ich glaube, den Pop ist von dem Bus, den nehme ich mal mit. Das sieht aber nicht nach Euro 6 aus, du, was halt nach rauskommt. Ach, wir hätten die schon draußen. Gut. Schön ausgestiegen ohne Feststellbremse. So haben wir das gelernt in der Fahrschule. Glaube ich, so würde man das da lernen. Das ist vermutlich eine ganz sinnvolle Sache, so, ne? So, wollt ihr? Ne, wollt ihr nicht. Gut. Ja, ich hab's verstanden. Habe ich tatsächlich. Ihr habt's verstanden. Ihr wollt nicht fahren. Gut, es wäre da vorne bald wieder die Kreuzung frei. Heißt, da könnte man jetzt aufschließen, wenn es passt. Ja, passt aber nicht. Upsala. Man könnte echt so bremsen. Ich kann das gar nicht. Das ist unfair. Aber so ist das Leben, ne? Und ich glaube, das haben die sich... Ne, haben sie gar nicht. Das ist echt der Vorteil. Die fahren sich nicht fest im Vergleich zu OMSI-KI zum Beispiel. Also die kriegen es ja trotzdem irgendwie wieder gebacken. Auch wenn die irgendwie Scheiße zusammenfahren ein bisschen, aber... Zumindest entwirren sie sich. Das ist eine, finde ich, recht zentrale Aufgabe. Sollte ich mich einfach mal durchdrücken? Und sie despawnen recht schnell. So, dann fahr du mal. Er fährt nicht. Gut, dann fahr ich. So, das passt. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht ganz verkehrskonform, aber bis die da vorne alle, also... Dann ist er vorne wieder rot und dann kann ich auch nichts machen, ne? Weil ein paar Minuten müssen wir da sein. Das ist... Ist jetzt zwar tatsächlich nicht weit, aber... Ich meine, so mal festgestellt zu haben, wenn das so eine kürzere Strecke ist, dann hat man tatsächlich immer mehr Probleme, den Fahrplan zu halten. Deswegen versuche ich jetzt an der Stelle mal so ein bisschen, ne, dass wir da zügig durchkommen. Es ist wahrscheinlich das nächste Kaff bloß, aber es sind halt trotzdem 24 Kilometer, die gefahren werden müssen, ne? Die fahren sich nicht von alleine. Es sei denn, wir haben einen anderen Fahrer an Bord, aber ich glaube, für diese ellenlange Strecke haben auf jeden Fall einen Zweitfahrer dabei. Das steht fest. Also tatsächlich, wirklich. Glaubt er mir nicht? Gut, kann ich verstehen. Würde ich mir selber auch nicht glauben. Von dem her passt es. Uiuiuiui. Das ist eine Kuppe, du. Wie es im Buche steht. Also im Duden zum Beispiel. Im Duden steht das meiste. Also wenn er mir irgendwann sagt, ja, wie es im Buche steht, ja, im Duden steht das meiste drin, ne? Gerade so Fachwörter oder so oder normale Wörter. Ach ja, auch wenn das nicht mehr so genutzt wird. Verständlicherweise. Also was tatsächlich noch, glaube ich, recht häufig genutzt wird, sind so also gedruckte Lexika, weil die halt, also Mehrzahl von Lexikon, weil das halt eben trotzdem noch eine Sache ist, die man Internetquellen halt eben vorzieht, weil das halt alles wissenschaftlich fundiert ist und sowas, bla bla blub. Aber bei sowas wie Rechtschreibung oder so, da... findest du im Internet ja tatsächlich auch eigentlich immer die richtige Schreibweise. Und wenn es nur Google ist, das dich verbessert. Aber, ja, ne? Also, weiß nicht, den Duden sehe ich jetzt eher vom Aussterben bedroht als im Brockhaus. Auch wenn ihr das vielleicht anders seht, ne? Ich nutze beides nicht mehr, aber... Das Witzige ist, man bekommt auch immer in der Uni-Hochschule immer erklärt, ja, damals mussten wir immer noch in die Bibliothek laufen und uns Bücher ausleihen. Und das ist jetzt heutzutage halt... Im Regelfall nicht mehr so, ne? Oh, hier ist Baustelle. Ich fahre mal über den Sperrstreifen. Ich bin mal so frei. Bisschen schnell vielleicht, ne? Aber der bremst auch nicht, du. Also ich habe jetzt voll durchgetreten. Die letzten 5 Sekunden, was für Bremsen echt lang ist. Aber ich weiß es nicht. Ich muss mir ein bisschen dran gewöhnen. So, Dille. Sehr geehrte Fahrgäste, nächster Halt. Ahlbeck. Eigentlich kein Ausstieg, weil... Boah, es gibt ja dieses Fernbus-Gesetz-Dingsbums da, wo, glaube ich, sichergestellt werden muss, dass Leute nicht irgendwie unter 250 Kilometer verkehren, weil das dann darf man anscheinend, glaube ich, irgendwie nicht. Ne? Es muss, also Fahrtstrecke muss über 250 Kilometer liegen oder so ein Mist. Ja, ich glaube, sowas war das mal. Deswegen dürft ihr eigentlich nicht aussteigen, deswegen hat es euch eigentlich auch ein Mist zu interessieren, dass wir hier halten. Oh, guck mal, ein Bü. Aber ich habe es einfach mal erwähnt, ne? So, werde einmal links. Aber ich... Oh, da war rot. So, das ist gerade rot geworden. Aber ich finde es echt gesagt ganz süß, diese kleinen Käffchen hier. Also, Käffchen ist im Sinne von Kaffee bestimmt, ne? Und fährt ein Ahlbeck gerade weg. Guck mal, Ahlbeck ist weggefahren aus meinem Navi da unten. Was macht ihr jetzt da? Weißt du, vorher noch hochgelobt, ja, sie entwirren sich. Hm. Ich sehe es.
Aber kann ja auch nicht immer so klappen, wie ich mir das gedacht habe. Es ist schade. Aber ich glaube, so funktioniert das Leben, ne? Habe ich mal gehört. Sonst wird die Fußgängerampel rot und dann müssen wir uns das halt leider irgendwie irgendwo vorbeidrücken, ne? Da kann ich jetzt leider auch nicht mehr. So, ja, nee. Fahr bitte. Fahr. Nicht? Okay, dann passen wir aber nicht durch, du. Aha, jetzt passen wir da durch. Sorry. Ich bin Bus, ich muss hier durch. Ich bin zu spät. Eine Minute. Ja, zwei Minuten. Wobei, das ist... Ah, das ist Ankunft. Gut, bis wir Abfahrt haben, ist wahrscheinlich... Ist auch 9:31 Uhr. Ja, gut. So, ich würde mal... Ach so. Ich würde mal gerne ganz kurz den Motor ausmachen, weil er so laut ist. Ja, ich stehe mit Puppis auf der Straße. Ist mir egal. Ich halte auch nicht lang. Keine Angst, bin gleich wieder weg. So, du da. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Stralsund, exakt. So, einmal da. Achso, erstmal hier die... Uiuiui. Hallo, das Ticket. Bitte so, Masse an Fahrgästen abfrühstücken. Bitteschön. Bitteschön. Du nicht? Ach, du kommst von mir, okay. Servus, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Das ist korrekt. Mahlzeit, bitte sehr. So, bitteschön. Sie da, Sie kommen von... Hier, mein vielen Dank. Hello, mein Ticket? Oh, hello, your ticket. Oh, it's so great. Sie alle hier ein gültiges Ticket haben. Vor allem, wie viele mitfahren wollen. Das war... Ach, die steigen aus, okay. Also, ist echt gut. Was ist los hier auf der kleinen Linie, du? Das ist tatsächlich sinnvoll. Was macht ihr da? Ja, das bist du. So viele Bussteiger haben wir ja leider nicht, ne? Hello, ist das gültig? That is a gültiges Ticket. That's a valid ticket. So, fertig. Haben wir denn alle? Check-in, ausstehen, keiner, total. Dann haben wir aber echt gut Leute drin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, wenn das nun mal so ist. Dann glaube ich, werde ich damit klarkommen, dass das so ist. Was macht ihr da? Ihr staut euch. Was macht ihr gerne? Ich fahre doch auch gleich schon wieder los, Mensch. Keine Angst. Mal kurz Kontrollgang durch den Bus. Machen wir hier hinter uns die Tür zu. Hinter uns die Tür zu. Was natürlich funktioniert, weil ich von hinten auch mal die Tür zukriege im Bus. Euch geht's gut, oder? Braucht er Cash schon vormittags? Nee, braucht er nicht. Gut. Ich habe gar nicht auf die Antwort gewartet. So, den Gang muss... der Gang muss rausgenommen sein. Ja, ich fahr doch schon los, Mensch. Ihr kommt aber locker vorbei. Verstehe euer Problem nicht. Ach so, haha. Bevor wir losfahren, Route und Plan. Geradeaus fahren. Okay, einfach nur geradeaus fahren. Ja, dann werde ich wohl einfach nur geradeaus fahren. Mit weit auf der Route fahren, die ich mir ursprünglich überlegt habe. Jetzt können wir mal ganz kurz hier. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Ja, ne, um meinen Bonus einzukassieren und du bist ein sehr guter Autofahrer, ne? Ja, dann mach das halt so, ne? Ich hab ja nur einen Fahrplan, aber das ist euch egal. Ich vermute, dass es denen recht egal ist. Ja, steh du einfach auch auf der Kreuzung. Mach das ruhig. Es ist echt in Ordnung. Und mit mir kann man es machen, oder? Ja, scheint so. Was machen die denn da? Ach, ganz langsam abbiegen. Okay, ich hab's verstanden. Weiß, das Taxi will auch noch vorbei. Klar, natürlich. So, wann komme dann ich mal dran? Der eigentlich Vorfahrt hat. Was macht er da nichts neben mir? Warum fährt denn der nicht? Stehe ich ihm im Weg? Ich stehe ihm tatsächlich im Weg. Gut, dann... Würdest du auch fahren oder muss ich jetzt erstmal so einen halben Meter zurück? Fährt jemand? Oder sehe ich das falsch? Will euch keiner fahren? Ja, pff. Ja, immer kann ich ja nichts mehr machen. Irgendwann ist irgendwie... auch mein Handlungsspielraum tatsächlich aufgebraucht. Was soll ich tun? Ja, der hätte es gerade fahren können. Nix, geht nicht. Also ich stehe jetzt, weiß Gott, nicht weit drüben. Das könnt ihr... Was machen wir jetzt schön? Ist rechts abbiegen oder wie? Ja, einfach rechts abbiegen. So, um mal dem Stress zu entgehen, biegen wir einfach rechts ab. So. Da, wo noch mehr Stress ist. Also ich glaube, mit so kleinen... Ortschäftchen hat das so ein bisschen... Oh, wir sehen das Wasser. Ach, das wollte ich natürlich. Ich wollte hier abbiegen. Weil wir hier das Wasser sehen, das war mir tatsächlich wichtig. Nein, war es mir nicht. Gar nicht gewusst, dass hier Wasser ist. Aber es ist schön.
Das ist ja das Wichtige. So, fahr mal. Verschluck dich mal nicht beim Schalten. Dankeschön. Uiuiui. Hat er mich gerade. Ich glaube, er hat mich. Ja. Hat mich geschoben. Aber schick, hier wird es sonst auch echt nicht langkommen, gell? Also, es war auch tatsächlich Absicht, dass ich da lang gefahren bin. Nein, passt nicht. Aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Sonst bin ich mal gespannt. Ach, guck mal, die Route sogar gleich schon umgestellt. Das heißt, es ist auch gar nicht so viel kürzer über Usedom als hier rüber, ne? Was auch gar nicht schlecht ist, weil so halt man den Fahrplan halbwegs ein und die Fahrgäste sind zufrieden, ne? Wir bilden uns einfach ein, dass da auf dem Rückweg Stau ist, um das zu rechtfertigen, dann passt das schon. Hauptsache irgendwie so eine schöne fadenscheinige Begründung. Und dann Boss das hier, ne? Einmal rum hier. Das sind da Fußgänger. Was habt ihr für ein Problem? Ich fahr doch, Leute. Also wenn ich ja noch schneller rumfahre, dann spielen wir aber die Fahrgäste verrückt. Die machen das dann nicht mehr mit. Hey, sie sind dann raus. So, vorsichtig da runter, du. Hui. Ach, guck mal, das Wasser. Jetzt fahren wir schön an der Küste lang. Das finde ich jetzt gut. Haben wir eine schöne Route ausgesucht, ne? Zusammen haben wir die ausgesucht. Ich zusammen mit dir, der du gerade zuhörst. Zuschauer direkt ansprechen. Hm. Habe ich mir irgendwo gehört, sei wichtig. Mache ich zwar nie, außer jetzt gerade eben ironisch, aber kann man ja mal machen. So, Blinker links. Swoosh. Genau, da müssen wir links lang. Die Frage ist, wie viel Wasser wir dann noch sehen. Aber ich finde es eigentlich ganz schnieke am Wasser. So, wir gucken so weit nach unten. Also irgendwie so mit gesenktem Haupt heute. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ist die Welt so traurig? Ja gut, es ist halt, dass man das Dashboard noch sieht. Das kann ich verstehen. So, jetzt... Ach, ja, nicht verschalten. Einfach fahren. Die Frage ist, was er tut. Er fährt, biegt ab. Theoretisch, wir hatten ja pfeilgrün nach links. Das bedeutet, beim Abbiegen kreuzen uns keine anderen Spuren. Das heißt, wir haben komplett volle Vorfahrt in unsere Richtung. Es ist tatsächlich an Kreuzungen, wenn nur rundgrün ist, dann ist es so, dass man beim Abbiegen in der Regel in der Stadt ist es so, wenn du rechts abbiegst, hast du halt da immer Fußgänger zu achten. Wenn jetzt allerdings irgendwie so ein Pfeil in eine Richtung zeigt und grün anzeigt, dann darf sowas nicht sein. Dann darf in die Straße niemand einbiegt, keinen Fußgänger aktuell kreuzen oder auch kein Gegenverkehr kommen oder sowas. Und dann ist tatsächlich komplett freie Fahrt. Im Gegensatz eben zu diesen normalen runden Grün. Um mal so ein bisschen Dings hier zu machen, da Straßenverkehrsordnungs... Ja, zu schnell. Straßenverkehrsordnungsgedöns-Dings, ne?